HM4 MINT, Aufgaben aus der Zwischenprüfung. Es soll die Höhe eines Berggipfels bestimmt werden. Die Höhe H kennt man also nicht. Es werden zwei Stative aufgestellt auf einer Strecke C. Die Strecke C ist mit 120 Meter gemessen. Man misst die Winkel Alpha 1 und Alpha 2 vom Punkt A1 und A2 aus. Diese Strecke hier ist zum Beispiel ein Fluss oder ein Sumpf, kann man nicht betreten. Deswegen ist die Strecke D nicht bekannt. Ja, wenn man das jetzt also voraussetzt, dann kann man im Prinzip zweimal die Geometrie des Dreiecks aufstellen. Gegen Kathete zu Ankathete ist Alpha 1 und dasselbe für das andere Dreieck. Wir stellen also zuerst mal auf, den Tangens des Winkels Alpha 1 ist die Gegenkathete zur Ankathete. Die Strecke D ist dabei nicht bekannt. Die könnte ich also jetzt auflösen und sagen, D ist gleich H durch Tangens Alpha 1. Jetzt machen wir hier den Tangens von Alpha 2 und der ist H dividiert durch C plus D. Jetzt multipliziere ich das C plus D rauf, ist gleich H dividiert durch Tangens Alpha 2. Jetzt setze ich das D ein und bringe das gleich auf die andere Seite. C ist gleich H durch Tangens Alpha 2 minus H durch Tangens Alpha 1. Und das H wollen wir haben, also ist H gleich C dividiert durch 1 durch Tangens Alpha 2 minus 1 durch Tangens Alpha 1. Wenn ich will, kann ich das auch auf den Hauptnenner bringen. Ich kann also sagen C durch Tangens Alpha 1, Tangens Alpha 2. Dann habe ich hier den Tangens Alpha 1 minus den Tangens Alpha 2, Bruchstrich. Und dann kann ich im Prinzip den Term hier unten in den Zähler bringen. Und dann fällt der Doppelbruch weg. Der Nenner vom Nenner ist der Zähler. Dann steht da C mal Tangens durch Tangens minus Tangens. Ist aber nicht besser als die Form oben. Die kann ich also auch gleich nehmen. Ich kann das so lassen, wie ich es da vorher hatte. Und das aus dieser Form hier ausrechnen. Und dann bekomme ich für C folgenden Wert raus. Für H folgenden Wert raus. Und 83 Meter nach Kommastelle 2,0. So, und dann kann ich natürlich auch D ausrechnen, wenn ich will. Die Strecke D ist dann also H durch Tangens von Alpha 1. Und das ist dann 1297 Meter. 7,9 sind die Nachkommastellen. Ja, so kann man dann die fehlenden Geometriestücke bestimmen, indem ich zweimal den Tangens aufstelle. Warum den Tangens und nicht den Sinus und den Cosinus? Weil ich natürlich mit den schrägen Längen hier nichts am Hut habe. Da kenne ich gar nichts und da will ich auch nichts kennen. Ich will ja nicht wissen, wie lang sind diese Strahlen. Und deswegen keinen Sinus, keinen Cosinus, sondern einen Tangens. Ja, zwei Gleichungen, zwei Unbekannte ist das im Prinzip. Unbekannt ist die Strecke D und die Strecke H. Zweimal wird der Tangens aufgestellt und dann kann ich halt zwei Gleichungen und zwei Unbekannte nach den beiden Unbekannten auflösen und mit Hilfe eines Taschenrechners darauf aufpassen, dass er nicht auf Radiant steht, kann man die Ergebnisse erzeugen.